Jeden Tag entdecke ich die Welt. Bin ich dabei nur ein Beobachter? Oder erschaffe ich mir meine Welt selbst? Wer bin ich? Was macht mich aus? Sind es meine Erinnerungen oder meine Gefühle, meine Gedanken oder meine Absichten? Wer ist ich? Die Hirnforschung ist dabei, in die innersten Bereiche des Menschseins vorzudringen. Sie sucht im Gehirn das Phänomen Bewusstsein. Also das, was uns als Menschen ausmacht. Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, Wünsche und Pläne, unsere Selbstwahrnehmung, unser Ich. Wir erfahren die Welt nicht mit unseren Augen, Ohren oder unserer Haut, sondern wir erleben die Welt mit unserem Gehirn. Und die Frage ist, wie erschafft das Gehirn diese Welt, die der wirklichen Welt entspricht? Um das zu verstehen, müssen wir tief in diesen Mechanismus eindringen und ihn analysieren. In der Schweiz, an der Polytechnischen Hochschule in Lausanne, arbeiten 40 Wissenschaftler am Projekt Blue Brain. Das gab es bisher noch nie. Neurologen, Biologen, Physiker und Informatiker haben sich zusammengetan, um herauszufinden, wie unser Gehirn funktioniert. Und das ist wörtlich gemeint, denn der Leiter des Projektes, Henry Markram, hat eine Vision. Er will das menschliche Gehirn nachbauen. Nervenzelle für Nervenzelle. Das erste exakte biologische Modell soll hier virtuell im Computer entstehen. In einem ersten Schritt versuchen die Wissenschaftler zu verstehen, wie die Nervenzellen im Gehirn arbeiten. Wie sie denken. Etwa 100 Milliarden Nervenzellen, sogenannte Neurone, haben wir in unserem Gehirn. Zwischen diesen Neuronen funkt es gewaltig. Elektronische Impulse werden weitergegeben. Das Gehirn arbeitet. Pro Sekunde kann eine Nervenzelle hunderte solcher Impulse erzeugen. Ihre Geschwindigkeit 100 Meter pro Sekunde. Wenn ein Gedanke entsteht, dann ist das wie ein Gewitter im Kopf. Wenn es wahr ist, dass ich die Welt ausschließlich mit meinem Gehirn erlebe und nicht etwa mit meinen Augen, wie kann dann aus diesen Milliarden feuernder Neuronen in meinem Kopf diese rote Rose entstehen? Und sieht jeder Mensch dieselbe rote Rose? Bevor wir eine rote Rose erkennen, muss unser Gehirn alle bisher gespeicherten Informationen aktivieren, die mit Rot und mit Rose zu tun haben. Aus diesem Neuronenfeuer entsteht dann das Modell einer roten Rose. Doch wie wird dieses neuronale Orchester dirigiert? Woher weiß das Gehirn bei dem permanenten Feuerwerk, welche Informationen zum gleichen Objekt gehören? Diesem Geheimnis sind die Wissenschaftler in Lausanne auf der Spur. 15 Jahre lang hat das Team um Henry Markram Daten gesammelt, um den Schaltkreis des Gehirns zu simulieren. Unter einem Mikroskop liegen Nervenzellen aus dem Gehirn einer Ratte. Die feinen Glaselektroden registrieren jeden elektrischen Impuls, wenn die Neuronen Informationen austauschen. Dieser Funkverkehr wird aufgezeichnet. Mhm.
Das Gehirn verbraucht weniger als 60 Watt Strom. Seine Nervenfasern sind mindestens 1 Million Kilometer lang. Es ist eine unglaubliche Technologie. Jeder Supercomputer, der die gleiche Leistung bringt, würde Milliarden Dollar an Strom verbrauchen. Zum ersten Mal ist es möglich, aus den Daten exakte Modelle der einzelnen Neuronenarten zu formen. Zunächst für ein Rattengehirn. Aber es ist ein wichtiger Durchbruch, um irgendwann einmal zu verstehen, wie die rote Rose in unserem Gehirn entsteht. Aus diesen Neuronen können die Wissenschaftler nun den Grundbaustein des Gehirns zusammensetzen, die neokortikale Säule. Etwa 2,5 Millionen solcher Säulen hat unser Gehirn. Jede besteht aus 70.000 Neuronen. So eine Säule funktioniert wie ein Computerchip. Mit diesen Säulen können wir sehen, hören, schmecken und vor allem denken. Die neokortikale Säule ist wie der Heilige Gral. Wenn wir sie verstehen, werden wir auch die Intelligenz von Tieren und dann auch die Intelligenz des Menschen verstehen können. Schon um eine einzige solche Säule zu simulieren, ist extrem viel Rechenkraft notwendig. IBM hat für das Blue Brain Project einen der schnellsten Computer der Welt entwickelt. Jeder seiner 8000 Prozessoren simuliert 1 bis 2 Nervenzellen. Dabei ist dieser Computer immer noch 10-mal langsamer als echte Nervenzellen. Um ein komplettes menschliches Gehirn zu simulieren, müsste er 20.000 Mal mehr Leistung bringen. Noch gibt es so einen Supercomputer nicht. Aber Henry Markram ist sicher, dass er kommen wird. Immerhin, die elektronischen Impulse der neokortikalen Säule sind entschlüsselt. Jetzt folgt der nächste Schritt der Analyse. Die chemischen Abläufe, die Rolle der Gene, der Moleküle in den Nervenzellen. Die Wissenschaftler haben sich ein ehrgeiziges Ziel gesteckt. Bis 2015 wollen sie fertig sein mit dem ersten virtuellen Gehirn. Vielleicht wird unser Modell Bewusstsein entwickeln. Aber das ist auch eine philosophische Frage. Kann ein Abbild der Realität Bewusstsein haben? Ich bin sicher, dass dieses Projekt die Suche nach dem Bewusstsein voranbringen wird. Werden die Neurowissenschaftler das Rätsel Bewusstsein also bald lösen? Werden sie das Ich finden in diesem gigantischen Neuronencomputer, den wir Gehirn nennen? Argwöhnisch werden sie bei ihrer Suche von den Philosophen beobachtet. Das alte philosophische Projekt der Selbsterkenntnis hat im Moment starke Unterstützung aus der Hirnforschung bekommen, aber auch Konkurrenz. Auf einmal sagen ganz andere Leute, wir erklären jetzt den Geist und ihr Philosophen haltet bitte mal den Mund, ihr hattet 2500 Jahre Zeit und wir machen das jetzt in den nächsten 20 Jahren. Es sind also aufregende Zeiten, in denen wir leben. Viele Leute haben das Gefühl, das menschliche Bewusstsein ist sozusagen die äußerste Grenze des Erkenntnisstrebens. Und wir erleben, wie sich da sehr schnell auf atemberaubende Weise etwas tut, indem der menschliche Geist sich sozusagen mit den Mitteln der Wissenschaft auf sich selbst zurückwendet und erstmals wirklich große Fortschritte macht. Mein Bewusstsein bin ich. Das ist meine Wirklichkeit. Lebe ich nur im Hier und Jetzt? Welche Rolle spielt die Vergangenheit? Meine Niederlagen, meine Verletzungen, meine Glücksmomente, all meine guten und schlechten Erfahrungen, sind nicht gerade sie es, die mich ausmachen? Was ich jetzt will, ist so das erste Ereignis, wo Sie sich bewusst daran erinnern. Das sollte auch was sein, wo Sie Details wissen, was für Sie irgendeine Bedeutung hatte. Das erste Ereignis, an das ich mich erinnern kann, das ich auch zeitlich festlegen kann, ist mein erster Kindergartentag. An der Universität Bielefeld arbeitet der Neurowissenschaftler Hans Markowitsch. Sein Spezialgebiet,
jetzt. Das Gedächtnis. Er befragt Menschen nach ihren Erinnerungen. Denn er sucht nach einem ganz bestimmten Gedächtnissystem, dem autobiografischen Gedächtnis. Es ist das komplexeste unserer Erinnerungssysteme. Hier wird unsere persönliche Lebensgeschichte dauerhaft gespeichert. Und die spielt eine ganz wichtige Rolle bei der Suche nach dem Ich. Das autobiografische Gedächtnis macht unser Selbst aus, bestimmt uns als Persönlichkeit. Wir definieren uns über unsere Vergangenheit, zehren aus der Vergangenheit für die Gegenwart und dann auch projektiv für die Zukunft. Noch vor 20 Jahren hielt man das Gedächtnis für eine Art Computer, der unbestechlich aufzeichnet, was faktisch geschehen ist. Inzwischen ist klar, dass das so nicht stimmt. Es gibt kein Archiv im Kopf, in dem pedantisch die Vergangenheit abgespeichert ist. Unser Gedächtnis arbeitet dynamisch. Erst seit einiger Zeit wissen die Hirnforscher überhaupt, wie die Nervenzellen Erlebnisse im Gehirn verankern. Um Erinnerungen zu speichern, können die Neurone ihre Verbindungen untereinander verstärken. Das passiert an den Synapsen, den kleinen Andockstellen auf den Nervenzellen. Die Erinnerung wird also tatsächlich stabiler und unanfälliger für Störungen. Man ist eigentlich immer ein bisschen anders, weil durch alles, was man aufnimmt, verändert man sich. Das ist auch, was wir von der Hirnforschung sagen. Erfahrung verändert das Gehirn. Alles, was wir aufnehmen, führt zu neuen Verbindungen und kappt alte Verbindungen, sodass man wirklich ein Leben lang im Wandel ist. Jeden Tag bewegen wir uns in einem unendlichen Strom von Eindrücken und Ereignissen. Einiges davon behalten wir, vieles andere nicht. Welche Art von Erlebnissen landet im autobiografischen Gedächtnis? Hans Markowitsch will herausfinden, wie diese Auswahl im Gehirn passiert. Er lässt die Testpersonen Erinnerungen erzählen, wichtige und weniger wichtige Ereignisse. Ja, der erste Urlaub, den ich alleine verbracht habe, da hatte ich eine Freundin in der Offenbarwink-Gymnasium damals. Das erste Erlebnis war, glaube ich, als ich in den Kindergarten kam. Jahre durchgehen. Persönlich habe ich mich mit 17 Jahren halt geoutet als Homosexueller. Ja, da hat man erstmal so sein erstes großes Hobby entdeckt, indem man da auf Isländern das Reiten begonnen hat. Da war ich einfach total enttäuscht, weil ich gar nicht wusste, was ich richtig oder was ich falsch gemacht habe. Und das hat mich einfach frustriert. Ich glaube, das war schrecklich. Da warf ich dann, weil ich sauer war auf meine beste Freundin, den Stein an ihren Kopf. Und erinnern kann ich mich nur an so langsam auf ein zukommendes Auto. Der zweite Teil der Studie. Die Untersuchung im Magnetresonanztomographen. Die Frage: Lässt sich an der Hirnaktivität sehen, welche der Erinnerungen besonders wichtig sind? Gelbe Karte. Hans Markowitsch gibt Stichworte der abgefragten Erinnerungen und die Testperson erinnert sich dann etwa eine halbe Minute lang an das entsprechende Ereignis. Beinbruch. Die meisten Menschen erinnern sich besonders intensiv an Erlebnisse aus der Zeit als junge Erwachsene. In diesem Alter tun wir vieles zum ersten Mal. Wir verlieben uns, ergreifen einen Beruf, ziehen zu Hause aus, heiraten. Die roten Flecken auf den Scannerbildern zeigen, dass starke Erinnerungen vor allem Regionen im Gehirn aktivieren, die mit Gefühlen zu tun haben und Bereiche, die für Bilder zuständig sind. Man stellt sich also tatsächlich vor, wie die Szene damals war und wie man sich dabei gefühlt hat. Es sind also meine Gefühle, die bestimmen, ob ich mich an ein Erlebnis aus meinem Leben erinnere.
Also sind es auch die Gefühle, die mein Bewusstsein prägen. Unsere Erinnerungen verändern sich jedes Mal, wenn sie abgerufen werden, weil wir sie im Spiegel der Gegenwart neu bewerten. Sie können schöner werden oder verblassen, intensiver oder fantastischer. Unser autobiografisches Gedächtnis gleicht einem festen Haus, in dem jeden Tag umgeräumt wird. Gäbe es nicht diese bindende Kraft des Gedächtnisses, dann würde unser Bewusstsein in viele Einzelteile zerfallen. Das Gedächtnis integriert uns als Person. Wenn wir also nicht die Möglichkeit hätten, stringent auch über die Zeit hin unsere Erinnerungen zu rekapitulieren, dann wäre das so ähnlich, als hätte man einzelne atomisierte Teile, die jeweils für sich stehen, aber nicht ermöglichen, sich als Individuum zu fühlen. Tatsächlich muss man ja sagen, mit dem, dass unser Gedächtnis sich ständig verändert, unsere Persönlichkeit verändert sich auch. Wir haben aber das Gefühl, unser Ich ist stabil. Dann gibt es kein Ich ohne autobiografisches Gedächtnis. Und das ist immer subjektiv. Mein Leben ist also auch meine Erfindung. Was aber steckt dann alles in mir, was mir nie bewusst wird? Wie viel von meiner inneren Welt nehme ich überhaupt wahr? Christoph Koch ist Marathonläufer und Extremkletterer, auch als Neurowissenschaftler. Denn er fing als erster an, nach den biologischen Bausteinen des Bewusstseins zu suchen. Längst wissen wir, dass Vererbung durch Moleküle geschieht, aber dass auch unser geistiges Ich aus Materie entsteht, ist noch immer ein ungewohnter Gedanke, auch für viele Wissenschaftler. Auch heute kann man noch teilweise noch Textbücher lesen. Über 500 Seiten beschreiben die detailliert das Gehirn. Die beschreiben aber nie, manche dieser Bücher, weiterhin wenig mit einem Wort, wie es ist, wie es sich anfühlt, der Benutzer eines solchen Gehirns zu sein. Wenn ich ein Gehirn habe, wie ich und Sie das haben, dann fühlt es sich irgendwie an. Es fühlt sich an, Schmerz zu haben, Lust zu haben, rot zu sehen. Und wieso kommen diese Gefühle in die Welt? Genau das will Christoph Koch herausfinden. Dafür hat er am California Institute for Technology sogar sein eigenes Forschungslabor. Einmal in der Woche ist sogenannter Lab Lunch, gemeinsames Mittagessen. Christoph Koch hat ein Team internationaler junger Wissenschaftler um sich versammelt. Gemeinsam entwickeln sie hier in Pasadena immer neue Strategien, um dem Bewusstsein auf die Spur zu kommen. Anfangs wurde Koch belächelt und auch angegriffen von vielen Kollegen, die sein Vorhaben für unmöglich hielten. Das hat sich geändert. Beim Lab Lunch werden die neuesten Ergebnisse vorgetragen und diskutiert. Schritt für Schritt kämpfen sie sich voran. Koch und sein Team wollen eine grundlegende Theorie des Bewusstseins entwickeln. Der direkteste Zugang zum Bewusstsein, der sich gut verfolgen lässt, ist das Sehen. Vom Auge, also der bewussten Wahrnehmung eines Objektes, bis tief in die Neuronenaktivität im Gehirn. Die Hirnforscher suchen nach der Beziehung zwischen Bewusstsein und Neuronen, dem sogenannten neuronalen Korrelat des Bewusstseins. Und das ist nichts anderes als die Suche nach der biologischen Verbindung zwischen Geist und Körper. Der Zusammenhang zwischen Bewusstsein und Gehirn ist sehr eng. Das ist der klassische Leib-Seele-Problem. Es ist nicht nur der Leib, sondern es ist nicht mein Leib im Ganzen. Es ist nicht mein Herz oder wie Aristoteles das noch dachte, oder meine Leber. Es ist wirklich mein Gehirn. Und es ist nicht nur das gesamte Gehirn, sondern es sind irgendwelche Subkomponenten des Gehirns. Und wir versuchen, das Problem des Bewusstseins zu erklären, indem wir
Komponente des Gehirns rausnehmen und sagen, diese sind verantwortlich und jene sind nicht verantwortlich für das Bewusstsein. Christoph Koch versucht also, die Fußstapfen des Bewusstseins im Gehirn sichtbar zu machen. Dafür hat er Dutzende Versuchsreihen durchgeführt. Erfolgreich. Denn inzwischen kann er zeigen, wie Bewusstsein entsteht. Zwei unterschiedliche Bilder erscheinen auf dem Monitor. Ein Haus und ein Gesicht. Durch diese Spezialbrille kann jedes Auge nur ein Bild sehen. Das Haus ist links, das Gesicht ist rechts präsent. Was passiert nun in unserer Wahrnehmung? Wir können offenbar nicht zwei unterschiedliche Bilder gleichzeitig wahrnehmen, sondern immer nur eines. Wenn sich beide Bilder zuerst anschauen, die kommen auf den Bildschirm, dann sehen sie meistens zuerst nur das Gesicht und dann ein paar Sekunden später sehen sie das Haus und das verschwindet dann wieder und dann sehen sie wieder das Gesicht, das für 3, 4, 5 Sekunden, das verschwindet dann in dieser unendliche Tanz, der sich dann im Gehirn abspielt. Und was interessant ist, es ändert sich nichts an den Bildern selbst. Die Bilder sind immer konstant, die sind beide präsent, sie blinken auch nicht mit den Augen, sondern irgendwas in ihrem Gehirn, irgendwelche Neuronverbände, die schalten an und aus. Und genauso entsprechen das ihrem Bewusstsein. Es kommt also zu einer Art Wettstreit der Neuronen, welches der beiden Bilder unser Bewusstsein erreicht. Was bei diesem Wettstreit im Gehirn passiert, zeigen die Bilder aus dem Magnetresonanztomographen. Was wir hier versuchen zu finden, sind, wo sind die Gehirnareale, die aktiv sind, wenn die das Gesicht bewusst sehen und wie sieht die Aktivität aus, wenn sie das Gesicht nicht sehen. Und was man hier sehen kann, in einem Areal, das ist primär auf der rechten Seite, es ist ein bisschen kleiner und schwächer repräsentiert auf der linken Seite und das wissen wir auch von Split-Brain-Experimenten, das reagiert stark auf Bilder von Gesichtern, reagiert viel weniger, wenn man sagen wir Häuser zeigt. Man muss sich vorstellen, diese Areale, die sind vielleicht so groß wie eine Erbse. Dort sind es in etwa wahrscheinlich 2 Millionen Neurone. Es kommt also darauf an, genau diese Neuronen zu finden. Sind die einen aktiv, sind wir bewusst. Wenn die anderen aktiv sind, dann wird die Information vielleicht weitergereicht und verarbeitet, aber sie wird uns nicht bewusst. Die Kapazität unseres Bewusstseins ist also begrenzt. Es haben dort immer nur wenige Inhalte gleichzeitig Platz. Wenn wir uns auf eine rote Rose konzentrieren, auf ihre Schönheit, ihren Duft, dann sind wir nicht in der Lage, gleichzeitig andere Dinge um uns herum bewusst wahrzunehmen. Bis diese Wahrnehmung dann von der nächsten abgelöst wird, die durch andere Neuronengruppen geformt wird. Dabei haben wir immer den Eindruck, dass unser Bewusstsein etwas sehr Einheitliches ist. Aber das ist nur eine geschickte Täuschung unseres Gehirns. Davon ist auch Wolf Singer vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung überzeugt. Genau wie Christoph Koch glaubt auch er, dass unser Bewusstsein das Endprodukt eines komplexen Systems ist, das an vielen Orten im Gehirn gleichzeitig Sinneswahrnehmungen verarbeitet. In uns ist es schon so, mir jedenfalls ist es so und ich glaube aber den meisten Menschen geht es ähnlich, dass man das Gefühl hat, es müsse im Kopf irgendwo ein Zentrum sein, wo alle Informationen zusammengeführt wird, um kohärent bewertet zu werden, um dort Wahrnehmungsinhalte zu erstellen. Das wäre danach der Ort, wo Entscheidungen fallen, das wäre der Ort, wo das Ich sich manifestiert auf die eine oder andere Weise, wo Pläne gefasst werden. Und das wäre auch der Ort, wo dieser kreative Beweger Neues in die Welt bringt. Wenn man nun mit neurobiologischen Verfahren von außen an das System herangeht und nach diesem Ort sucht, dann stellt man fest, dass es ihn nicht gibt. Wenn es keinen festen Ort des Bewusstseins im Gehirn gibt, kein Ich-Zentrum, das mein Denken und Handeln bestimmt, wie entstehen dann meine Entscheidungen? Wer bestimmt dann mein Handeln? Wo ist mein Ich?
Wie viel Einfluss hat es auf mein Verhalten? Als der amerikanische Neurophysiologe Benjamin Libet Anfang der 80er Jahre dieses Experiment machte, ahnte er nicht, dass es eine Revolution für die Hirnforschung bedeuten würde. Er wollte wissen, ob man an den Gehirnströmen ablesen kann, wann sich ein Mensch entscheidet. Libet schloss seine Versuchsperson an ein EEG an, um die elektrischen Hirnströme zu messen. Die Testperson schaute auf eine Scheibe mit einem umlaufenden Lichtpunkt. Wann immer sie wollte, sollte sie per Knopfdruck diesen Lichtpunkt anhalten und sich dabei den Zeitpunkt merken, wann sie den Wunsch dazu verspürte. Die Messergebnisse waren verblüffend. Die Hirnströme verstärkten sich 400 Millisekunden, bevor der Versuchsperson der Wille, den Knopf zu drücken, bewusst wurde. Das würde bedeuten, unser Gehirn leitet zuerst den Willensprozess ein. Erst danach wird uns unsere Entscheidung im sogenannten Ich bewusst. Entscheidet also unser Gehirn und nicht unser vermeintliches Ich, was wir tun? Libet hat recht, aber Libet hat das nicht zweifelsfrei demonstriert. Und Libet hat auch die Größenordnung unterschätzt, auf der unser Gehirn bereits massiv vorplant, wie wir uns entscheiden werden. John Dylan Haynes ist auf den Spuren Libets unterwegs. Er schaut den Menschen in die Köpfe und versucht, ihre Gedanken und Absichten zu lesen. Libet hatte damals dafür nur ein einfaches EEG. Am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig, wo Haynes forscht, gibt es ein ganzes Arsenal modernster Bildtechnik, ohne die die moderne Hirnforschung gar nicht möglich wäre. Und welche würden dir da so einfallen? Das Team um Haynes will nun versuchen, die Absichten und Pläne eines Menschen im Gehirn zu erkennen. Jeder Gedanke bildet durch die feuernden Neuronen ein unverwechselbares Muster. Haynes hat einen Computer darauf trainiert, bestimmte Gedankenmuster zu erkennen. In diesem Versuch ist es eine Rechenaufgabe. Die Testperson soll sich für Addieren oder Subtrahieren entscheiden. Herr Bode, ich wiederhole noch mal Ihre Aufgabe. Sie bekommen eine Instruktion, dass Sie sich eine von zwei möglichen Rechenaufgaben aussuchen. Und dann kommt eine kleine Pause. Danach werden zwei Zahlen zu sehen sein. Und dann möchte ich Sie bitten, dass Sie die ausgewählte Aufgabe so schnell wie möglich ausführen. Lässt sich im Gehirn ablesen, ob die Versuchsperson addieren oder subtrahieren wird? Der Wissenschaftler hat diesen Versuch immer wieder durchgeführt, mit verschiedenen Personen, aber immer mit demselben Ergebnis. Wir haben also gefunden, dass wenn jemand sich entschlossen hatte, eine bestimmte Rechenaufgabe durchzuführen, aber noch nicht die Zahlen gesehen hatte, dann konnten wir schon aus der Hirnaktivität vorhersagen, welche Aufgabe die Person durchführen würde. Das heißt, wir haben sowas wie einen verdeckten Plan auslesen können. Der Hirnforscher kannte also die Entscheidung seiner Versuchsperson früher als sie selbst. Und zwar nicht nur Millisekunden früher wie Benjamin Libet, sondern bis zu 10 Sekunden vorher kann Haynes sagen, wie sich ein Mensch entscheiden wird. In diesem Fall für Subtrahieren. Oder Addieren? Allein durch das Muster des Gedankens. Wir haben keinen freien Willen in dem Sinne, dass wir uns nicht entscheiden können, A oder B zu tun, unabhängig von unserer Gehirnaktivität. Unsere Gehirnaktivität bestimmt, was wir tun. Also hat unser Bewusstsein, unser Ich, wirklich nicht die letzte Entscheidung darüber, wie wir handeln? Die Scannerbilder scheinen das zu beweisen. Wer entscheidet aber dann, welche Hose wir kaufen oder welchen Schal?
ob wir heiraten oder nicht? Was ist mit all unseren täglichen Entscheidungen, egal ob unwichtig oder existenziell? Es gibt offenbar große Bereiche in unserem Gehirn, zu denen wir keinen Zugang haben und in denen Entscheidungen getroffen werden. Sind wir also eine unbewusst gehirngesteuerte Masse ohne einen freien Willen? Haben wir unserem Ich zu viel Bedeutung beigemessen? Fragen, die derzeit auch von Hirnforschern hitzig diskutiert werden. Vorbereitet werden Entscheidungen natürlich durch neuronale Prozesse, die sowohl bewusst wie unbewusst ablaufen können, wobei der größte Anteil der Variablen, die da verhandelt werden, bei allen Entscheidungen im Unbewussten verhandelt werden. Ein Teil davon dringt ins Bewusstsein, wobei wir oft keine Kontrolle darüber haben, welche Variablen ins Bewusstsein kommen, welche Argumente dann gerade verfügbar sind. Und dann werden Entscheidungen herbeigeführt. Der freie Wille ist also nur in unserer Selbstwahrnehmung real. Aus Sicht vieler Neurowissenschaftler gibt es ihn so nicht. Sie sagen, Naturgesetze bestimmen alle Gehirnprozesse. All unserem Denken und Handeln geht Neuronenaktivität voraus. Unser Geist entsteht also aus dieser Neuronenmaterie. Ist demnach also kein Geist, kein Bewusstsein, kein Ich möglich ohne Materie? Sind damit Geist und Körper untrennbar? Wenn das so ist, bedeutet das dann, wenn der Körper stirbt, stirbt auch der Geist? Das würden wir so annehmen. Das müssen wir im Augenblick annehmen. Das ist die ökonomischste und vernünftigste Annahme. Alles andere würde uns große Schwierigkeiten bereiten, weil wir erklären müssten, wie etwas Mentales, Geistiges, Immaterielles mit den materiellen Prozessen im Gehirn wechselwirkt. Soweit wir die Naturgesetze bis jetzt verstehen, würden solche Wechselwirkungen den Austausch von Energie erfordern. Dann würde aber dieses geistige Etwas nicht immateriell sein, denn es gibt ja ein Gleichnis zwischen Energie und Materie. Bedeutet das, meine Seele ist nicht unsterblich? Es gibt Dinge in meinem Leben, die ich nicht verstehen kann. Welche Rolle spielt mein Glaube? Die Religion? Philadelphia. Hier macht sich Ende der 90er Jahre der Radiologe Andrew Newberg zum ersten Mal auf die Suche nach Gott im Gehirn. Seine ersten Versuchspersonen waren buddhistische Mönche. Newberg wollte wissen, was bei Meditation im Gehirn passiert. Wenn der Meditierende sich einer transzendenten Ebene näherte, spritzte ihm Andrew Newberg eine radioaktive Substanz. Dann wurde der weiter meditierende Mönch unter einer Röntgenkamera untersucht. Sie zeichnete die Durchblutung des Gehirns auf. Newberg gilt als Pionier einer neuen Forschungsrichtung, der Neurotheologie. Er ist davon überzeugt, dass solche Experimente Aufschluss darüber geben, wie Gotteserfahrungen im Gehirn entstehen. Anhand der Röntgenbilder kann Newberg sehen, wie sich der Blutfluss im Gehirn während der Meditation ändert. Und dabei hat er eine unerwartete Entdeckung gemacht. Hier sehen wir viel Aktivität. Das ist das Aufmerksamkeitsareal. Und das ist viel besser durchblutet. Man sieht es an der roten Farbe, weil der Meditierende seine ganze Aufmerksamkeit bündelt.
Wenn wir dagegen in das Orientierungsareal schauen, dann sehen wir hier im Normalzustand durchschnittliche Aktivität, aber während der Meditation fast nichts mehr. Diese Region hilft uns, uns in unserer Umgebung zu orientieren. Ist dieses Areal im Gehirn quasi ausgeschaltet, verlieren wir den Bezug zu Raum und Zeit. Und genau das geschieht in Momenten höchster religiöser Versenkung. Es entsteht das Gefühl, eins zu werden mit dem Universum. Auch andere Hirnforscher wollen das, was ein Gläubiger als transzendente Realität oder Wirken Gottes beschreiben würde, mit neuronalen Prozessen erklären. In allen Religionen beschreiben Menschen solche spirituellen Erfahrungen. Ist also unser Gehirn biologisch so geschaltet? Andrew Newberg hat auch christliche Nonnen beim Beten untersucht. Auch bei ihnen reduzierte sich die Aktivität im Orientierungsareal. Auch die Nonnen verloren ihre Selbstwahrnehmung und hatten das Gefühl, eins zu sein mit Gott. Wir stoßen immer wieder auf diese Strukturen, die alle Teil des Systems zu sein scheinen, das man mit religiösen und spirituellen Erlebnissen in Verbindung bringen kann. Aber wie wir dieses System bedienen, ob wir uns auf Wörter konzentrieren, uns dabei bewegen oder singen, beeinflusst, wie dieser Prozess abläuft. Je nach Tradition und Ritualen hat man daher ein anderes Erlebnis. Andrew Newberg glaubt, dass im Laufe der Evolution unser Gehirn diese Systeme entwickelt hat, weil Religion auch der Selbsterhaltung des Menschen dient. Sie lässt uns Ängste und Krankheiten besser aushalten, sie fördert soziale Netze und sie legt ethisches Verhalten fest. Das gemeinsame Leben wird durch Religion besser aufrechterhalten. Was bedeutet das Ganze nun? Ist Gott vielleicht nur eine Erfindung unseres Gehirns? Wir müssen vorsichtig sein, wie wir diese Information interpretieren. Für mich ist es interessant zu sehen, wie die Leute unsere Forschungsergebnisse deuten. Die Nonnen des Franziskanerordens zum Beispiel waren sehr dankbar, denn sie fanden, dass das Ergebnis ihre Denkweise, ihren Glauben und die Art und Weise, wie Gott mit ihnen kommuniziert, belegt. Dies war also eine sehr bedeutende Information, die ihren Glauben bestätigte. Als wir dagegen die Ergebnisse Atheisten und Leuten, die keinem bestimmten religiösen Glauben angehören, gezeigt haben, sagten diese, das sei großartig. Es rechtfertige ihre Sicht der Welt, denn es belegte, dass es alles mit dem Gehirn zusammenhängt. Auf ihrer Suche nach Gott im Gehirn stehen die Hirnforscher noch ganz am Anfang. Kann es sein, dass Religion irgendwann nicht mehr existieren kann, einfach weil sie in diesem neurowissenschaftlichen Weltbild keinen Platz mehr hat? Neurowissenschaftler arbeiten weltweit. Wie ein gewaltiges Puzzle setzen sie ihre Erkenntnisse über das menschliche Gehirn zusammen. Sie werden das Bild von uns selbst verändern, vielleicht sogar entzaubern. Wie ist der Mensch denn nun? Längst ist darüber ein heftiger Streit entbrannt zwischen Hirnforschern und Philosophen. Haben wir wirklich keine Willensfreiheit? Ist unser Ich gar nicht so wichtig, wie wir immer dachten? Und wenn die biologische Verbindung zwischen Geist und Körper tatsächlich existiert, dann ist es nur noch schwer vorstellbar, dass es Erfahrung, Denken und Gefühle auch noch nach dem Tod des Organismus geben könnte. Was bedeuten diese Erkenntnisse für uns? Es könnte sein, dass Leute sagen, ich verstehe nicht, was all diese Wissenschaftler und Philosophen da erzählen, aber eins ist klar, wir sind
ein Genkopierer, eine bessere Art von Affe mit einem bewussten Selbstmodell. Das ist ein kaltes, leeres Universum. Es wird kein Leben nach dem Tod geben. Wenn das neuronale Korrelat des Bewusstseins zerfällt, zerfällt auch das Erleben als Ganzes. Es wird also auch keine Belohnung für gute schauspielerische Leistungen in einem Jenseits geben. Und ich werde mein Leben danach ausrichten. Die Ergebnisse der Hirnforschung könnten ein weltanschauliches Vakuum hinterlassen. Und die Neurowissenschaftler können diese Leere allein nicht füllen. Sie brauchen Philosophie und Theologie, um moralische und ethische Probleme auf ihrem Weg zu lösen. Wir werden eng zusammenarbeiten müssen und ich denke, die Grenzen werden sich irgendwann einmal auflösen. Wenn die Welt zusammenhängend ist, dann werden sich auch diese Disziplingrenzen verschränken müssen, um auch die Probleme zu bewältigen, die auf uns zukommen. Einmal das Aushalten können der angeblich narzisstischen Kränkungen, die damit verbunden sind. Da sind die Geisteswissenschaftler sicher sehr, sehr hilfreich dabei, wenn sie auch im Moment noch eher Öl auf das Feuer dieser Kränkungen gießen. Aber wir werden sie auch, wir brauchen sie, um die ganzen ethischen Probleme abzuarbeiten, die auftreten werden jetzt mit dieser veränderten Sicht unserer Bedingtheiten. Also wir werden sehr viele interdisziplinäre Institutionen haben, in denen Leute arbeiten, die von beiden Welten etwas verstehen, die beiden Sprachen sprechen können. Das erhoffe ich. Es gibt viele neue, spannende Erkenntnisse über unser Ich. Vielleicht werden wir sogar eines Tages unser Bewusstsein ganz erfassen können. Aber ist das dann die ganze Wahrheit über uns? Über unser Ich?